Grundsätzlich zum Passauverband könnte man sagen, dass es sich um einen geordneten Wildverband handelt. Der ist früher daraus auch entstanden, dass die Steine, die man dafür benutzt hat oder die übergeblieben sind, nicht bogenfähig sind. Für Segmentbogen waren eher auch polygonal. Also eher eine schlechte Schlagung ergibt einen guten Passeverband. Und grundsätzlich kann man sagen, zu dem geordneten Wildverband gibt es die Regeln, dass man 3 bis 5 Fugen unterbrechen muss und dass der Winkel einzuhalten ist, bei der Berliner Passe hier, die eben gezeigt wurde, 30 Grad, sonst 45 Grad immer, Bogenanschluss, Eckanschluss, Anschluss mit Schmiege könnte man ja noch dazu